Willkommen zurück, Freunde, zu einer neuen Folge Pokémon Schwarze Edition Versus mit Zorduel. Hi. Hi. Ich starte frecherweise mitten in einem Pokémon-Kampf, weil ich den einfach mal Ende der letzten Folge begonnen habe bei mir. Ja, und nicht gesagt hast, weil wir hätten wir noch leicht zu Ende bringen lassen können. Okay. Ist alles gut. Wie gesagt, ich bin ready. Wenn du ready bist, machen wir den Countdown und starten den Timer. Ja, hau rein. Bereit? 3, 2, 1. Timer läuft. Let's go. 20 Minuten. Okay. Ja, ich meine. Und schon wieder ein Chellebell bei mir. Vor allem, ich habe einen Mogelbaum jetzt bekommen. Mann, wieso hätte das nicht vorhin kommen können? Das wäre viel cooler gewesen, ne? Ihr kennt mich alle mal. Ja, vor allen Dingen, weil dieses, ich glaube, dieses, kommt das nicht standardmäßig, dieses Fiffien hier? Nein. Fiffien ist Generation 3. Wir haben Gen 5. Ach so, okay. Also, ja. Alter, weißt du, wie lange es her ist, dass ich das letzte Mal Pokémon gespielt habe? Tüt. Dong. Ciao. Alter, wie viele Pokémon-Kämpfe ich hier gerade hab. Yo! Ich habe hier gerade so ein Hammerarm-Pokémon. Dieses Meistergriff heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Ach, das Ding mit diesen Betonsäulen da? Ja, mit den zwei Betonsäulen, ja. Das hätte ich hier fangen können. Na, wäre bloß nicht fucking Metapod als mein erster Encounter gewesen, ne? Ah, ich habe diese Wubat, also ich habe diese Fledermaus mit der Herznase. Aber die Attacken sind ja auch random, ne? Aber der kann halt nur Tackle, ey. Die Attacken sind nicht random. Die Attacken sind die, was die Pokémon lernen können. Ach so? Ja. Lol, der hat einen Zaplarek gerade. Oh, das wäre geil gewesen. Ich glaube, nee, warte, was war das? War das dieser Aal? Ja, das war der Aal. Die Vorentwicklung von dem guten Aal. Ich glaube nämlich, das wäre das einzige Pokémon, was noch übrig ist, was keine Schwächen hat. Stimmt. Das hat keine Schwächen. Ja, außer man hat Überbrücker. Ja, das stimmt. Hallo? Nee. Okay, alles klar. So, mit dir will ich kämpfen. Ich finde den Melodie einfach so cool vom Kampf. Also ich bleibe jetzt hier einfach mal ein bisschen dabei und level ein bisschen. Mein Gegner hat einen fucking Keldeo. Okay. Ach, lol, warte. Ist das nicht dieses Legendäre, was so einhornmäßig ist? Ja. Alter, okay. Ich hab's geone-shottet. Easy game. Easy. Was war denn hier nochmal das Element von der ersten Arena? Waren das diese drei Affen? Das war einer der drei Affen, ja. Das hat sich irgendwie passiert nach dem, was du für eins hast. Wenn du jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt den, bei mir würde der Wasseraffe kommen. Ich glaube, der heißt Sodamak. Oh lol, ich habe jetzt auch dieses Chillabella, gerade mal. Kann's nicht. Ja, doch, Sodamak. Ich glaube, das ist Vegimak oder so ähnlich, Sodamak und. Genau, Vegimak, Sodamak und. Ich habe das dritte Mak, Grillmak. Ah ja. Ich glaube, das müsste bei mir kommen, weil Celebi ist ja. Also war ja auf dem Pflanzenstarterplatz, glaube ich. Dann müsste bei dir das Grillmak kommen. Aber die sind halt auch randomized, ne? Also. Ach so, also die Arena-Typis können alles haben. Ja, auch Pokémon-Trainer sind randomized. Bei mir hat er eben gerade einen Pokémon-Trainer Keldeo gehabt. Ach so, ich dachte, das wären. Okay, alles klar. Das war kein wilder Encounter. Alter. Das wäre. Was hat der da? Er hat ein. Tangrow. Tankulos. Bäh. Ja, Hentai-Party fällt mir da mal ein, also. Mir fällt da einfach nur Spaghetti, die auf den Boden gefallen sind, ein. Und dann ungefähr 5 Monate dort liegen gelassen sind? Ja, genau. So sieht's aus. Und dann halt lila geworden, weißt du? So blau-lila. Ach du Scheiße, okay. Also ich hole mir jetzt die 2 Items, die hier auf der Route noch sind. Könnten Meisterbälle sein. WTF?
Ne, das sag ich auch nicht, ne? Und ein Pokéball. Lol. Ach, komm schon, Bianca, du willst nicht gegen mich kämpfen. Hör auf damit. Bianca. Vor allem, die hat zwei Pokémon, total unfair. Sie hat einen Garbite. Die von Knackrack. Knackse heißt sie auf Deutsch. Okay. Sehr, sehr starkes Pokémon. Sehr, sehr schwach gegen Dragon Rage. Alter, Dragon Rage ist so OP, Mann. Und Spalto, natürlich. Ja, das Ding hat ja Robustheit, ich hab's vergessen, scheiße. Hat das Ding nicht normalerweise Robustheit? Das ist vierte Generation, da bin ich komplett raus. Nee, das Ding ist, glaube ich, dritte Generation. Ich glaube, das Ding ist vierte. Ich glaube, Balto ist dritte Gen. Ehrlich? Ja. Das kriegst du im Himmelsturm, glaube ich. Lipumtas kriegst du im dritten Turm und Lipumpas ist ja die Weiterentwicklung davon. Alter. Also glaube ich. Mann. Ja, also. Ja, GG. Wusstest du, dass ich ein Mensch in seinem Gedächtnis nur ungefähr 500 Namen merken kann mit Details dazu? Wenn du jetzt alle Pokémon auswendig kennen würdest. Ja, nö, dann hast du echt nicht viele Freunde. Ja. Oder du rennst mit dem Notizblock rum. Warte, wer bist du nochmal? Aha, Gesichtszüge, Blätter, ja. Blätter. Aber oh, Andreas, so, du bist 42 geworden letzte Woche. Oh. Ja. Alles Gute nachträglich. Grübel. Na scheiße, jetzt habe ich grad... Warum heile ich da immer zweimal hintereinander? Ich spam einfach A durch, ne? Hm. Jetzt habe ich gerade beim Pokécenter zweimal geheilt. Ich habe 11. Komm, ich kaufe nochmal 3. Und noch ein paar Potions, da habe ich noch 3, dann kaufe ich 4. So, weiter geht's. Ach, ich kann jetzt laufen. Nice. So, dann muss ich einmal kurz in die Trainerschule und Sharen? Irgendwie sowas. Kämpfen. Boah, jetzt muss ich auch noch telefonieren, ja. Ey. Der Sharen, der ist ja so total der Poke-Freak am Anfang, ne? Er will der Allerbeste sein und lol, der hat das Krogner, er hat Bobo. Er hat Bobo geklaut. Dafür stirbst du. He's dead. So, guten Tag, ich bin jetzt auch mal hier in der ersten Stadt angekommen. Ja, GG. Ach, dann musst du gleich gegen Ding kämpfen. Gegen, wie heißt er? N. Oh. Also, mir hat sein Pokémon ziemlich viele Probleme bereitet. Ja, mal gucken. Sein Pokémon hat Bobo auf dem Gewissen. Das werde ich ihm nicht verzeihen. Alter, ich wollte jetzt einfach gehen, aber die rufen mich einfach zurück. So. Ja, einfach so. Hey, wo willst du hin? Du musst mit der netten Dame reden. Wo willst du hin? Ich möchte eigentlich darüber. In den Schatten. Leck mich. Ja, einfach so, leck mich, ich gehe zu Mo. Ja, genau. Ich brauche ein Bier. Das war so anstrengend, ich brauche jetzt erstmal ein Bier. So, jetzt muss ich erstmal den Drink. Das ist ein bisschen, du kannst benutzen in deine Pokémon. Warum bin ich jetzt auch mal ins Pokémon-Set? Ich bin so dämlich. So, laufen! Lass dir Zeit. Im Dreamyard kriegst du ein Pokémon geschenkt. Wo? Im Dreamyard. Was ist bevor das? Bevor du in die erste Arena gehst, ist doch oben rechts in der Stadt so ein Weg in den Wald. Ja? Das ist auch eine eigene Area. Also Area. Da kannst du dann ein Pokémon fangen später, aber erst, wenn du Zerschneider einsetzen kannst.
Ja? Lol, ist fucking clear. Zum Glück one-shotte ich's. Oh nein, durch Endure hält sie einen weiteren Schlag aus. Und da kriegst du erstens ein Pokémon geschenkt. Das ist dann ein sogenannter Static Encounter. Den kannst du holen und danach kannst du immer noch dort Pokémon fangen. Ah, okay. Lol, das Ding hat ein Kakturn, heißt das Ding auf Englisch. Cacturn. Die Weiterentwicklung von Tuska. Ah ja, ich weiß schon. Dieser riesige Kaktusmann. So. Ich weiß schon, was du meinst. Also warte mal, nochmal zu diesen Static Encountern. Also die darfst du immer fangen, oder was? Die darfst du immer fangen, oder wenn du ein Geschenk kriegst, dann kannst du ihn auch nehmen. Alles klar. Na, also wenn zum Beispiel in Pokémon Gold und Silber, da ist doch im Team Rocket Base, die musst du doch in die Luft jagen mit den Voltoballs, ne? Hm? Jeder dieser Voltoballs ist ein einziger statischer Encounter, die dürftest du alle fangen. Mhm. Okay, cool. Guten Tag, mein Name ist Gizes. Ja, Gizes. Und ich möchte mit Ihnen über Gott sprechen. Haben Sie schon... Have you a little time for a savior Jesus Christ? Ja. Guten Tag, mein Name ist Gott und ich möchte mit Ihnen über die Zeugen Jehovas reden. Ach, Sie meinen die, die da drüben an den Kreuzen hängen? Ja. Ja, bitte lassen Sie das. Das sehen die Leute nicht gerne in meinem Namen. Nein, ich möchte mit Ihnen über die Zeugen Jehovas reden. Ja, ich weiß, es ist unmenschlich, die in meinem Keller aufzubewahren, aber die nerven. Ich lasse sie wieder raus, wenn sie aufhören, die Menschheit zu nerven. Ja, sieht's mal aus. Du. What? Ich hab einen Chikorita! Ich hab mein Divier bekommen! Cool! Ja, Mann! Nur wenn nenn ich's jetzt hat. Mein Ding heißt Rusty, nenn ich's dann Rusto? Nein. Okay, ich nenne es Rost. Jetzt habe ich Rusty and Rost. So, jetzt hole ich mir noch schnell das Item. X-Defend. Ich kriege keine guten Items. Ich brauche Meisterbälle hier, Leute, ne? Gib mir mal ein paar Meisterbälle. Ich glaube, ich habe ein bisschen mehr Glück mit meinem Pokémon bei N. Wenn ich mich recht erinnere. Es ist ein Geister-Pokémon und ich meine, da müsste doch Psycho gegen gut sein, oder? Ja, ist es auch. Ja. Psycho ist dagegen sehr effektiv. Ich glaube, das Einzige, wo Psycho nichts gegen hilft, ist halt wirklich Unlicht. Unlicht, ja. Drache hat eigentlich auch bloß eine Schwäche, richtig, ja? Und das ist Eis und Fee. Und Fee gibt's ja noch nicht in der Gen. Mhm. Ja, ich habe Freshwater bekommen. Ja, Mann. Ja, GG. Und tschüss. So, erste Gym, ich komme. Ja, ich bin schon bei der ersten Arena. Paue ich halt wirklich voll durch. Ja. Maxwell! Oh, der Typ heißt cool. Lol, der hat einen Machoke. Ja, nice, der hat einen Machoke, der Kerl. Bitte sei einfach nicht schneller als ich. Das ist alles in Ordnung. Bitte sei einfach nicht schneller als. Oh lol, Machoke auf Stufe 12 hat 41 Leben. Das ist warum schlecht oder gut oder was auch immer? Scheiße? Ich habe ein Problem. Echt? Ich hab doch gesagt, mir ist scheißegal, ob ich jetzt gewinne. Ich will das Spiel spielen. Ja, okay. Du hast eine Chance zu gewinnen, indem ich verliere. Also. Ja.
Pity? Wie war's denn los? Ich hab verloren. Ja, da ist wohl jemand zu schnell vorgeprescht, hä? Problem ist, das Machoke hat mich zweimal gekrittet. Und beide Male hat's meine Pokémon geone-shottet. Ein Level 12 Machoke. So, Leute, das war dann Let's Play. Scheiße, Mann. Vor allen Dingen, dass der Baller da einfach komplett durch ist. Ich guck mir so alles in Ruhe an. Ja, ich hab Zeit. Und dann so, ich hab verloren. Alter, das war Schock. Das hat von meinem Daidino den ersten Angriff überlebt. Mit 1 HP. Hat Karate-Chop eingesetzt. Hab mein Daidino zerlegt. Shit! Fuck! So, Das können wir doch jetzt hier auf uns sitzen lassen, oder? Nur zwei Folgen? Wie lange haben wir denn jetzt aufgenommen? 15 Minuten. Ja, okay, komm, guck mal, ich bin jetzt gerade in einem Call drin, aber das reicht doch eigentlich jetzt für zwei Folgen? Es reicht für zwei Folgen, aber danach, was machen wir da? Okay, wir machen es so, wir beenden jetzt die Folge hier an diesem Part. Ja, warte mal, lass mich mal fix den Dialog hier durchdrücken. Ich hab übrigens eine Nummer so, zum Vergleich. Also ich meine, ihr seht ja sowieso die beiden Bildschirme, aber er ist jetzt einfach schon bei der ersten Arena und versagt. Und ich krieg jetzt meine Laufschuhe. Das Problem ist, mein Daidino, ne, also mein Starter, ja? War Stufe 16. Ja, okay, 15. Der ist Stufe 15. Und das war Schock bei Level 12. Das heißt, ich war overleveled sogar. Das war Schock, hab ich einfach Karate Chop und ich war tot. Und mein Chikorita hat auch nichts aushalten können. Fuck. Okay, also. Wieso geht jetzt. Beenden wir jetzt die Aufnahme hier. Bitte dein Outro. Ups, müssen wir kurz was reden. Okay, alles klar, dann an der Stelle das Outro. Ich habe gewonnen, es war ja eigentlich logisch. Okay, mal gucken, wie wir jetzt weitermachen, Leute. Ciao.